Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog aus Australien. Nach 3 Tagen krank sein geht es mir heute schon etwas besser. Also ich habe nicht mehr so dolle Halsschmerzen. Meine Stimme ist zwar immer noch nicht so gut und ich habe extrem Schnupfen, aber es wird langsam. Und zwar ist es heute endlich soweit. Unser Auto ist ready. Das heißt, es wurde repariert, also das, was zu reparieren war. Und wir können es jetzt gleich abholen und unser... Ich nenne ihn jetzt einfach mal Daddy, holt uns gleich ab und fährt uns dahin und hilft uns. Und ich bin so aufgeregt, das ist, also erstmal ist es auch mein allererstes Auto überhaupt und dann gleich so ein großes und so ein krasses und ha, ich freue mich. Wir sitzen in unserem neuen Auto. Es ist vollbracht, wir haben jetzt das Geld den Leuten gegeben, also per Scheck. Und jetzt sitzen wir in unserem neuen Auto und es ist so groß und ich bin so aufgeregt. Aber Tobias fährt jetzt als erstes erstmal, weil er hier schon gefahren ist und mich nicht fahren lassen will. Stinksauer. Und dann fahre ich aber heute nochmal, weil ich will hier auch unbedingt mal fahren. Aber ich habe ein bisschen Angst, weil das Auto echt extrem groß ist. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Also ist auf jeden Fall gut Platz hier. Und wir fahren jetzt erstmal zum Center und essen was und kaufen was und ja, dann geht's jetzt mal los. Wie fühlt es sich an, so ein großes Auto zu fahren? Groß. Also spürst du das? Also ist es irgendwie so, als würdest du jedes Auto fahren oder? Wasch. Übrigens haben wir auch Automatik und wir haben ganze 210 PS. Wie viel? 5? 205 PS. Und meinem neuen Auto auf der Rückbank und wir haben jetzt das Auto ein bisschen abgecheckt und uns alles noch mal genau angeguckt und gehen jetzt einkaufen, weil wir haben uns eine echt lange Liste gemacht, was wir halt alles noch so brauchen, wie jetzt zum Beispiel Bettzeug oder Stühle oder eine Decke oder Geschirr oder halt alles sowas wollen wir jetzt noch einkaufen und natürlich auch noch was essen, denn ich habe jetzt echt schon ein bisschen Hunger und ich freue mich so, weil das Auto ist an sich echt richtig cool und dafür, dass es halt so günstig war, ist es wohl ein Schnäppchen. Freust du dich? Ja, ich freue mich. Wir waren jetzt sehr erfolgreich beim K-Markt einkaufen und wir haben so viel gekauft. Also sieht jetzt vielleicht gar nicht so viel aus, aber wir haben so viel Geld da gelassen. 300 Euro, oh nee, Quatsch, nicht Euro, 322 Dollar oder so in etwa. Und jetzt haben wir eigentlich auch schon fast alles. Und jetzt fahren wir noch zum IKEA. We'll be right back.
willkommen zu einem neuen Vlog aus Australien. Wir haben es jetzt mittlerweile um 11 Uhr. Wir haben es heute mal geschafft, pünktlich aufzustehen um 9. Haben jetzt schon unseren Kofferraum ausgemessen und alles und haben uns schon einen Plan gemacht und fahren jetzt hier zum Baumarkt und holen uns halt Holz und wollen denn heute hoffentlich die Konstruktion bauen. Also die Konstruktion, also praktisch die Base für die Matratze. Vom Baumarkt wieder zu Hause und tada, wir haben eine riesen Platte bekommen, mega gut, und haben uns dann so eine Holzstreben gekauft. Das sind die Streben und das wären die Füße, und mega cool. Wir haben in diesem Baumarkt so eine Geschenkkarte gefunden für 50 Dollar, und die war einfach mal noch komplett voll, und wir haben die jetzt einfach benutzt und haben nur 20 Dollar insgesamt für alles bezahlt, obwohl wir hätten 70 zahlen müssen. Mega gut, und ich freue mich extrem, dann haben wir endlich mal Geld gespart. Und jetzt werden wir mal gucken, wie wir das hier zusammenbauen. Und dann müssen wir das Auto noch ein bisschen saugen, noch ein bisschen putzen und dann nur noch eine Matratze kaufen.